von der Musikrichtung her eher. Sollte es eher etwas ruhiger sein und entspannter, wie eben das Spiel auch. Oder der Inhalt. Oder sonst was. Dafür gibt es ja dann eben auch verschiedene Playlisten für verschiedene Anlässe. Aber ich zugeben muss, dass die eine Playlist, also die Tag-Playlist mit Abstand, die ist, in der die meisten Lieder sind. Aber das war ja abzusehen, denn sind wir mal ehrlich, ich verbringe die meiste Zeit eines Let's Plays in Minecraft. Irgendwie. Wieder Zufall, so bin an der Oberfläche. Und damit sich da die Lieder nicht alle 5 Jahre lang oder alle 5 Folgen, vielleicht besser gesagt, wiederholen, habe ich mir da gedacht, okay. Machst du da so eine sehr lange Playlist? Also ich denke, am optimaler wären so 25 Stunden. Denn das wäre dann so eine Playlist, die quasi genau 100 Folgen lang geht. Und nach 100 Folgen kann man dann schon mal Lieder mehr oder weniger wiederholen. Ich bin allerdings jetzt von der Playlist-Länge her erst an dem Stand, wo sich die Lieder alle 50 Folgen wiederholen. Also jeden Monat. Ja, das ist jeden Monat. Es kann von der Wahrscheinlichkeit her durchaus mal passieren, dass sich die Lieder einmal im Monat drankommen, aber ich denke, das ist einigermaßen vertretbar. Wenn ich nämlich viel Zeit habe oder mal einigermaßen Zeit habe, das Wochenende oder wenn halt nichts ansteht oder halt dann spätestens in den nächsten Semesterferien, werde ich auf OC-Mix wieder mich ein bisschen mehr rumtreiben und dann. Ich habe den Kanal ja auf YouTube auch abonniert, das heißt, ich sehe immer, wenn neue Lieder rauskommen. Theoretisch könnte ich mir den halt auch gleich anhören und in die Playlist hinzufügen. Warum ich das nicht mache, weiß ich nicht. Das wäre eigentlich mal ein gutes Konzept, das zu tun. Aber ja, irgendwie. Mache ich das nicht. Was sehr dumm ist. Wenn man mal ehrlich zu sich sein sollte. So, jetzt haben wir hier noch 4 Setzlinge, die noch so wachsen müssen. Ich möchte ganz gerne mein Haus zurück. Denn es ist gleich Nacht. Und ich habe keinen Baum mehr. Wisst ihr was? Ich mach das jetzt zu. Der Rest bleibt da so stehen. Wir haben eh genug Setzlinge jetzt schon wieder rausbekommen davon. Und jetzt kannst du mal wieder mit den wichtigen Dingen des Lebens weitergehen. Wie zum Beispiel das Einlagern von Materialien. So, Fichte ist hier drin, ne? So, nehmen wir uns hier 4 Sätze mit denen wir dann später noch weitermachen wollen. Und dann gehen wir hier um die Ecke und wo sind unsere Karten hier, ne? Oh, wir haben eben noch ein Stack. Ja, wir brauchen definitiv mal irgendwie mehr Knochen oder sowas. Toll. Wir haben 40 Zäune. Woher auch immer. Aber wir haben sie. Dab, di, dab, di, dab, di, dab. Und dann machen wir das zu. So, und jetzt wird's toll. Denn man sieht hier. Sieht doch gut aus. Das ist definitiv von der Farbe zwar sehr ähnlich, aber viel schöner. Mist. Ja, gut. Zumindest haben wir jetzt das Holz nicht verloren. Dafür sind wir runtergefallen. Passiert.
hoffe mal, meine beiden Äxte, die ich noch habe, reichen. Um das ganze Holz hier zu ersetzen, aber ich denke mal nicht. Weil schon sehr viel Holz ist, wenn man mal ehrlich ist. So. Aber eigentlich. Nee, kann man nicht. Schade. Das wäre interessant gewesen. Ja, das kommt dann wahrscheinlich erst später. Wollen wir sagen, also von der Textur her in dem Minecraft Texture Pack. Ich liebe das Fichtenholz mit dieser Bretter-Textur. Ich liebe es einfach. Ich finde das Ruhrfichtenholz zwar ein bisschen zu blaustichig, aber dafür das Vanilleholz ist einfach. Ja, es sind einfach Planken ohne irgendwas. Und das Fichtenholz ist halt wirklich. Man sieht, was das bearbeitet ist und auch in Brettern. Und ich mag das. Und ich finde, das passt auch unglaublich gut. Eben zu so einem. Ja, so eigentlich ist das ja eigentlich eine Scheune, die eben aus. Im klassischen Fall aus genagelten Brettern besteht. Und deswegen. Passt das halt meiner Meinung nach auch so extrem gut, dass das so umgesetzt ist. Und deswegen ist das auch mein absolutes Lieblingstexture seit eh und je. Und ich habe schon viele ausprobiert. Und daran kommt einfach nichts ran, weil die Harmonie ist einfach, es ist sehr harmonisch. Ich meine, es gibt hier dann noch die Leute, die grundsätzlich immer mit Sparks spielen, weil das ist mir einfach irgendwie so einerseits etwas zu fünfecklastig und so ein bisschen zu ja künstlich. Ich meine, obwohl alles nur mit Fünfecken gemacht ist, sieht es da einigermaßen natürlich aus, aber wenn man mal ehrlich ist, also teilweise manche Elemente sind halt einfach zu künstlich. Ich meine, ich kann jetzt hier eigentlich nicht wirklich sagen. Ich meine, unser Redstone-Erz, das wir hier haben, ist jetzt natürlich auch sehr natürlich und sehr realistisch. Aber jetzt mal ausgenommen, also mit Ausnahme von verpackten Texturen, ist vom Realismus her dieses Texture Pack eins der besten. Und ich meine, für eine Auflösung von 64 Pixeln auch unglaublich detailreich, sage ich jetzt mal. Und da spielt wieder irgendjemand auf Origin irgendwas. Ich finde es faszinierend, dass ich diese Meldungen irgendwie nicht ausstellen kann, wenn ich aufnehme. Das ist jetzt irgendwie schon in sehr vielen Aufnahmen vorgekommen. Dass ich diese entweder in Steam kommen die regelmäßig Steam-Benachrichtigungen, wenn jemand sieht, oh, ich spiele an einer Regular Mall. Haha. Dann stören wir. Also dann senden wir einfach mal Nachrichten rein. Ist bestimmt witzig und kommt voll gut an. Das ist das eine. Und ja. Bei Origin passiert das halt immer nebenbei, weil irgendwie jeder immer mal wieder irgendwas reinschreibt. So nach dem Motto. Man ist ja auch nicht schlimm. Ich finde es halt irgendwie doof, dass ich die ganze Zeit benachrichtigt werde. So, wie machen wir das denn jetzt am sinnvollsten? Komm ich hier ran? Mit Springen geht's ja. Es ist eigentlich nur noch schade, dass die Zäune aus Eichenholz sind. Weil die halt jetzt irgendwie noch. So ein bisschen nicht so ganz reinpassen.
die neue Wand, aber gut. Hoppla. Sonst, also man sieht schon einen kleinen Unterschied, aber im Endeffekt ein kleiner Unterschied, der sich aber vom Design her unglaublich groß auswirkt, finde ich. Wir können ja die Wand jetzt mal von Seite oder von unten, sei jetzt mal besser, anschauen. Und dann sieht man schon einen gewaltigen Unterschied. Wieso habe ich eigentlich immer noch diese Eisentüren dabei? Ich weiß es nicht. Und ich komme einfach nicht drauf. Jetzt ist hier erstmal der Balkon. Und jetzt sieht man schon, also, wenn man mal ehrlich ist, das sieht doch viel, viel besser aus. Ich bin überhaupt noch nebenbei gesagt am Überlegen, ob ich denn nicht das Dach später nochmal aus dem anderen Holz bauen soll. Aber eigentlich halte ich das jetzt eher für uncool oder unklug, weil das eine Heidenarbeit war, das Dach überhaupt schon drauf zu setzen. Und ich da jetzt nicht nochmal extra neu das Dach bauen will. Wenn ich ehrlich bin, das war mir schon zu viel Arbeit, das so schön zu machen. Aber um den Dachbau komme ich langfristig ja sowieso nicht um. Deswegen müssen wir den eh machen. Was ich sehr doof finde, aber man muss es machen. Denn sonst regnet es rein und das finden Kühe und Schafe, Schweine oder alle möglichen anderen Tiere nicht so geil. Ah. Darf man fragen, warum ich hier eigentlich noch Holzfassade drin habe und nicht eigentlich auf Stein gewechselt bin? Werde ich wahrscheinlich nie eine Antwort kriegen. Ich meine, es passt zwar irgendwie schon so ein bisschen rein, aber andererseits, ich denke mal, das Schlafzimmer würde besser aussehen, wenn es durchgehend aus Stein wäre. Das würde halt innen drinnen doof wirken und deswegen machen wir das, glaube ich, nicht. So. Nebenbei bemerkt, warum wir jetzt hier. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen ungünstig. So, hier muss so nur so ein solider Pfosten hin, weil drüber kommt ja Boden. Ein sehr schönes Schlafzimmer, oder? Direkt an einer luftig genagelten Bretterwand zum Kuhstall. Also ich würde da sehr gerne nicht drin schlafen müssen, aber naja, gut. Realismus wird ja überbewertet. Was für eine epische Musik für eine so langweilige Aufgabe wie Wände ersetzen. Naja gut, aber das ist ja jetzt primär egal.